Supercup-Finale 2010 in der Hamburger Freizeitfußballliga. Wir sehen das Spiel HSV-Fanclub Moin Moin gegen den Pokalsieger Eintracht Wappen in Weiß. Und das hier ist ein Freistoß von Patrick Hiob reingeschlänzt. Und da ist wirklich das Tor. 3:2. 3:2 für Moin Moin. Sie jubeln gar nicht. Vielleicht, weil sie sich noch ärgern. Sie führten 2:0, kassierten dann zwei Dinger zum Ausgleich. Aber das ist die 3:2 Führung. Und es sind noch etwa 10 Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit zwischen Eintracht Wappen und dem HSV-Fanclub. Moin Moin. So, es gibt Eckball für Eintracht Wappen. Da kommt er hereingeflogen. Und das ist der abgefälschte Schuss, der die nächste Ecke hinter sich herzieht. Es steht mittlerweile 4:2 für den HSV-Fanclub Moin Moin. Nachdem sie zwischenzeitlich aus der 2:0-Führung zwei Gegentore kassiert haben, haben sie jetzt das Spiel wieder im Griff. 4:2 für den klaren Favoriten, für den höherklassigen Meister der Hamburger Freizeitfußballliga. Und da rollt der Konter nun. Und da ist wieder ein Spieler frei. Und, oh, Riesenchance für Dennis Pann. Das hätte das 5:2 und wahrscheinlich schon die Vorentscheidung sein können. Aber der Moin Moin Kapitän legt das Ding nach schönem Trick links vorbei. Und somit bleibt es erstmal beim 4:2. Aber man merkt nun doch, die Jungs vom Fanclub Moin Moin haben ihre Sicherheit gefunden. Sie ziehen das Spiel jetzt sehr souverän auf. Teilweise schon arrogant fast. Wieder ein schöner Pass geschlänzt und fast erneut das 5:2. Mit Glück pariert da der Torwart oder wird er vielleicht einfach nur angeschossen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es hier wieder klingelt, bis es erneut bei Eintracht Wappen einschlägt.